Ich möchte dir einen kleinen Trick verraten. Wenn du vor einer Situation stehst, die dich etwas nervös macht, wo du Lampenfieber hast und nicht genau weißt, wie du dich vielleicht auch so ein bisschen innerlich stärken kannst. Du kannst das natürlich auch gerne googeln, ich zeig's dir vor, und zwar ist das die Superman-Pose. Geht total einfach. Wenn du in eine Situation musst, die dich so ein bisschen herausfordert, dann nimm dir vorher Zeit, geh zum Beispiel aufs WC oder in ein anderes Zimmer, wo du für dich ein bisschen Ruhe hast und stell dich auf wie Superman. Das heißt, du stellst die Beine hüftbreit auseinander und stemmst einfach die Arme so in die Hüften. Du kennst das sicher aus den Superman-Filmen. Dann richtest du den Blick so ein wenig nach oben, so vorne hinaus. Und in dieser Pose stehst du dann 2 Minuten und denkst einfach, ich bin stark und ich schaffe das. Und wenn du diese 2 Minuten erledigt hast, auch wenn du dir währenddessen vielleicht ein bisschen komisch vorkommst, das macht etwas mit deinem Hirn. Denn dein Hirn bekommt durch die Körpersprache, durch diese selbstbewusste Körpersprache ganz einfach einen Input, dass du gestärkt bist und dass du gut und souverän in die Situation gehen wirst, die dir bevorsteht. Und ich garantiere dir, ausprobieren zahlt sich hier auf jeden Fall aus.